Johann, was ist denn los? Man darf auf keinen Fall jemand hören. Aber wieso denn nicht? Schnupper an mir. Was? Wieso? Schnupper an mir und sag mir, was du riechst. Naja, ich finde, du riechst nach du. Und nach was anderem. Was ist das? Zucchini? Rosenkohl? Nein, das ist Marihuana. Ja, genau. Oh Gott, Schatz, warum riechst du nach Marihuana? Erinnerst du dich an das riesige Feld, das ich nicht mehr bebaue? Drüben hang aus den Augen, aus den Sinn. Heute Morgen fahre ich da raus und das ganze Feld ist voller Bord. Hunderte von Pflanzen, jeder Quadratmeter ist bebaut. Das ganze Feld sieht aus wie ein kolumbianischer Vorgarten. Aber wie kommt das da hin? Die Hansenbrüder. Die Hansenbrüder? Die müssen das angebaut haben, bevor ich sie gefeuert habe. Stimmt. Du hast damals gesagt, sie sollen sich um das Gras kümmern. Oh, diese Ruheköpfe. Oh, die haben den ganzen Tag nur Cat Stevens gehört. Was machen wir jetzt mit einem ganzen Feld voller Marihuana? Johann, doch nicht das M-Wort sagen, wenn uns jemand hört. Wir brauchen ein Codewort. Ja, wie wär's mit die Saat des Bösen? Nein, wir brauchen was Normales. Gewürzgurken. Gewürzgurken, okay, gut, sagen wir Gewürzgurken. Aber wir machen uns strafbar. Aber wieso? Wir haben das Gras nicht angebaut. Die Gurken, die Gewürzgurken, meine ich. Gute Macht. Weiß ich jede einzelne Gurke mit meinen eigenen Händen aus. Gut, sehr gut. Hör auf zu schwitzen. Ich versuch's, ich kann nicht. Okay. Wir müssen jetzt ruhig und gelassen bleiben. Als wäre es ein Tag wie jeder andere. Okay. Ruhig und gelassen. Oh. Ach, Johann. Ruhig und gelassen.